Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Ich habe es jetzt auf Twitch endlich geschafft und zwar bin ich Twitch-Affiliate. Das heißt, ich kann beispielsweise jetzt auch die Kanalpunkte benutzen. Und heute wird es natürlich dort auch wieder einen Stream geben. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Ich kann auch heute auch kein Ankündigungsvideo dazu oder so machen, weil nämlich heute extrem viel Stuff noch in Fortnite passiert. Zum einen kommen heute die Aquaman-Challenges raus, um den Aquaman-Skin dann an sich freizuschalten. Fehlt nur noch eine letzte Aufgabe. Zusätzlich werden dann natürlich auch die Herausforderungen von Woche 5 rauskomme. Dazu gibt es natürlich heute auch ein Challenge-Video. Und ich habe es schon auf Twitter gelesen, und zwar wird sich der Item-Shop heute auch nochmal aktualisieren. Das können wir uns dann allerdings nicht nochmal anschauen. Das heißt, das gibt es dann morgen im Shop-Video. Wird allerdings wahrscheinlich auch irgendein Skin sein, der zu Aquaman passt, beziehungsweise irgendwo aus der DC-Reihe ist, so wie Aquaman eben halt auch selbst aus der DC-Reihe stammt. Hier haben wir auf jeden Fall im Itemshop heute einmal den neuen Takita-Skin, dann haben wir als nächstes die ganzen Spielzeug-Skins, einmal hier den Spielzeug-Trooper im Grün, Grau und Rot, dann noch den Plastik-Patrouillen-Skin, auch im Grün, Grau und Rot, dann noch die Lackierungen dazu natürlich, auch hier einmal in Grün, Grau und Rot. Dann haben wir als nächstes noch den Tsuki-Skin, natürlich die männliche Version, auch noch Kupferwespe, dann die heftiger Hieb-Schwitzhacke und noch die Stachellackierung dazu. Dann haben wir als nächstes den Überlebenskünstler-Skin, dann das Sonnenschross-Backpack, ist auch ein relativ beliebtes Backpack, für 200 V-Bucks auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir den Erderschütterer-Emote. Dann den Reinkarnationsskin, der ist auch reaktiv, allerdings weiß ich nicht, wodurch der reaktiv ist und was an dem Skin reaktiv ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir als nächstes den Mega Moves Emote. Und dann noch den Hüftschwung Emote. Und dann haben wir natürlich nochmal in den Sonderangeboten die ganzen beiden Skins hier. Dort wird sich wahrscheinlich morgen auch der Takita-Skin drin vorfinden lassen. Wahrscheinlich irgendwie gegen den Raubzug-Skin oder so. Auf jeden Fall haben wir hier auf bisher erstmal den Safari-Skin. Einmal im Standard-Stil und einmal im Stil ohne Hut. Und dann gibt es dazu noch die Morgenstern-Klingen. Und im zweiten Slot haben wir dann noch den Raubzug-Skin. Dort haben wir auch mehrere Stile. Einmal den Standard- und den Insel-Stil. Wird hier irgendwie ein bisschen komisch angezeigt, weil hier gar nicht so ein Plus ist wie bei allen anderen Skins, wo mehrere Stile existieren. Auf jeden Fall war es dann das auch schon mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.